Was geht YouTube? Mein Name ist Selma und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Beats für Luis bauen könnt. Der Boy hat ja sein neues Album rausgebracht und wir bauen heute ein Beat in dem Style von dem Album, so alles zusammengemischt, was sich grundlegend seinen Style ausmacht. Zeig euch alles, was ihr da wissen müsst, wie wir das Sample gemacht haben, wie wir die Drums gemacht haben, Arrangement, alles, was ihr dafür braucht, um ein neues Luis Placement zu kriegen. Bleibt auf jeden Fall am Ende dran. Ich glaube, ihr könnt sehr viel heute mitnehmen, weil der Beat ist wirklich sehr, sehr geil geworden und wir sehen uns direkt in FL Studio. Da sind wir auch schon, das ist die FLP-File. Und ja, ich würde sagen, als allererstes spiele ich euch einfach mal den Beat ab, damit ihr wisst, worum es heute geht und ihr direkt hören könnt, wie fucking fire der Beat ist, man, for real. So, das ist der Beat, der ist natürlich in voller Länge wieder auf meinem Typebeat-Channel online, so wie immer in der Beschreibung verlinkt, checkt den da gerne aus und sagt mir unbedingt in die Kommentaren, wie ihr den Beat findet, bewertet den mal gerne von 1 bis 3 Fire-Emojis, wie geil ihr den findet, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit und deswegen habe ich jetzt auch sehr Bock, euch den zu zeigen und wir fangen einfach an mit der Gitarre, die sieht hier jetzt etwas kompliziert aus, ich werde die für euch aber mal so ein bisschen downbreaken, um einfach zu erklären, wieso meine Idee dahinter war, dass ihr das versteht. Also, ich habe jetzt mal alles weggemacht, was hier für den Rhythmus verantwortlich ist und wir haben jetzt nur noch die Main-Melodie und alleine die klingt dann so. Ganz genau, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich hatte so diese Idee, diese beiden Sachen hatte ich, als ich den Beat gebaut habe, habe ich das vorne im Bett gemacht, einfach auf dem Spand mit der Tastatur eingespielt, hatte ich die Idee hier und die habe ich dann weitergeführt und einfach so ein bisschen abgewechselt. Da kann ich euch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel zu erzählen, außer dass ihr seht, das ist immer so ein leichter Anstieg nach oben. Also wir sehen hier, guck mal, haben wir Gis, G, F, Gis, G, F und dann haben wir Gis, F, G, das heißt hier haben wir den letzten Ton G und nicht F. Dann geht es hier schon einen Ganzton nach oben, A ist G, F und hier geht es dann wieder noch weiter nach oben, G, C, F. Da steckt zwar jetzt nicht so viel Theorie hinter, weil ich einfach geguckt habe, was nach dem Call-and-Response, also nach dem Frage-Antwort-Prinzip gut klingt. Also die ganze Melodie, den Verlauf einfach nach Gehör gemacht habe. Aber wir sehen, dass der Verlauf hier leicht nach oben geht. Wenn ihr Bock habt auf ein genaueres Melodie-Tutorial, wie man Melodien macht, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und zeigt mir das sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr ansonsten neu auf dem Channel seid, abonniert gerne den Kanal für Beatmaking-Content, unterstützt mich sehr und wenn ihr auch noch die Glocke anmacht, verpasst ihr wirklich nichts mehr. Checkt das unbedingt aus, denn auf YouTube ist das sehr wichtig geworden. Sonst könnte es sein, dass ihr einfach viele Sachen verpasst. Und unter die Top-Melodie, was das hier ist, haben wir dann einfach noch so ein paar Rhythm-Chords gelegt. Wir sehen hier F, C, Gis, ein klassischer F-Minor. Wir sehen hier Dis, Gis, C. Wenn ich das mal nach unten mache, sehen wir ein klassischer G-Sharp-Major, einfach in der Umkehrung hier, damit das vom Verlauf besser passt und der Gitarrist nicht von diesem Griff zu diesem Griff gehen muss, sondern einfach so und dann leicht umgreift. Wichtig für realistische Gitarrenmelodien. Dann haben wir hier ein A-Sharp-Minor, auch wieder in der Umkehrung, ne, damit ihr seht hier, dass die Tonwechsel nicht so groß sind. Und am Ende sind wir dann wieder beim G-Sharp Major, was quasi wieder der zweite Akkord ist. Also nicht mal eine besondere Progression, die ja auch wieder in der Umkehrung ist, damit der Gitarrist halt nicht umgreifen muss. Und hier spielen wir einfach immer schön auf den Unzählzeiten. Das sorgt dafür, dass es schön Drive kriegt und dann immer unten den tiefsten Ton auf der 1 und hier auch auf der 1. Betont immer schön die 1 so, das schiebt so ein bisschen und die sorgen dann für den Bounce auf den Unzählzeiten. Ich zeige euch mal, wie das alleine klingt. Das klingt auch schon ganz cool, aber relativ langweilig. Und wenn wir uns das jetzt zusammen mit der Main-Melodie anhören, also beides kombiniert, klingt das ganze Gitarrenpattern so. Yes, Sir. Für die Effekte haben wir da gar nicht mal was Besonderes gemacht. Da einfach hier eine leichte Compression drauf, um die Peaks so ein bisschen abzuschneiden, damit das nicht so auf einmal ganz laut ist und dann ganz leise. Dann im EQ ein bisschen die Höhen rausgenommen, genauso wie die Tiefen ein bisschen geboostet, weil mir das ein bisschen bei diesem Stratocaster Sound, den ich übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, aus Ample Guitar habe, ein bisschen gefehlt hat. Also da waren mir einfach ein bisschen zu scharfe Höhen, ein bisschen zu wenig Tiefen. Deswegen habe ich den Sound in diesem EQ ein bisschen wärmer gemacht. Und dann mit dem Saturation Knob, den ich auf High gestellt habe, wieder ein paar Höhen reingefahren, um den nicht so ganz muddy klingen lassen. Und am Ende der Chain haben wir noch einen ganz klassischen Reverb. Als weiteres Melodieinstrument, würde ich fast schon sagen, haben wir noch eine Arcade Voice. Die klingt zusammen mit der Gitarre so.
Hier habe ich einfach geguckt, welche Vocal Chops gut klingen. Das ist halt Akkord, da kann man nicht viel zu erklären, auch musiktheoretisch nicht, weil ich ja nicht mal weiß, was für Noten das sind, einfach nach Gehör. Das Kit kann ich euch aber empfehlen, das heißt Elevated. Ich finde, das ist das beste Kit wahrscheinlich, was es in Hook gibt. Also ich benutze das sehr gerne. Ist vielleicht sogar ein bisschen overused, also es gibt sehr viele Beats, wo das schon verwendet wurde. Aber es klingt auch wirklich super, super nice und ich wusste einfach, dass hier drauf perfekt fittet. Deswegen habe ich gezielt danach gesucht und das reingemacht und das noch eine Oktave hochgepitcht, weil ich einfach fand, das klang geiler, ohne dass würde das so klingen. Klingt auch okay, aber war ein bisschen tief, deswegen Oktave höher finde ich, klingt definitiv besser. Yes, Sir. Bei den Effekten ist da auch nicht viel drauf. Einfach hier einen typischen High- und Low-Cut, um das ein bisschen zu komprimieren. High-Cut mache ich bei Vocals immer gerne drauf, weil das sonst mit den Rapper-Vocals ein bisschen interruptet einfach. Dann stören die sich ein bisschen. Dafür, dass ich dann aber hier oben was rausgenommen habe, ein bisschen bei 3K und 1K was geboostet, um einfach diese Präsenz ein bisschen wieder reinzubekommen. Dann ein Ozone-Imager, der das Ganze einfach breiter macht. Nichts Besonderes, also einfach damit es schön stereomäßig klingt. Darüber ein Delay, der das auch wieder ein bisschen breiter macht, ein bisschen Drive gibt und am Ende ein Reverb. Also auch eine sehr klassische Effekt-Chain. Darüber haben wir dann das Louis-typische. Hier kommen wir zum ersten Arrangement-Tipp. Lange Intro. Wir sehen hier einfach nur die Gitarre am Anfang. 8 Bars und dann 16 Bars. Wirklich Aufbau mit Synth-Bass. Das hört man in sehr, sehr vielen seinen Songs. Wenn ihr wirklich einen richtigen Louis-Type-Beat wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Der spielt einfach nur die Grundtöne von den Akkorden und ist, hatet mich dafür gerne, dass ich ihn so oft benutze. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen was anderes benutzen, aber er passt hier einfach wieder so gut. Die Leute aus dem Stream wissen es schon. Es ist der Growler Moog Bass. Ja, Mann. Sehr fire, klingt dann so. Hier haben wir dann noch einen Riser und ich habe den letzten Takt vom Bass abgeschnitten, einfach um den Übergang cooler zu machen. Der klingt dann so. Genau, den Beat kennt ihr ja schon und wir machen dann einfach mal weiter mit der Clap. Die sitzt nämlich total basic einfach auf der 3 und der 7. Ich glaube, da muss ich nichts zu erklären. Typisch halt Trap-Pattern. Dazu kommt dieses Counter-Snap-Pattern. Ist sogar ein relativ häufiges Pattern, was ich gerne verwende. Hier auf der 1 und, hier auf der 1 und. Dann hier eine kleine Abwechslung auf 4 und 1 und dann wieder die 4 und, um wieder reinzuleiten. Auch da wieder Call and Response. Achtet darauf, wie der zweite Takt des Patterns auf den ersten Takt antwortet. Und dann loopt sich das Ganze wieder. Relativ basic. Genauso wie das Hi-Hat-Pattern. Das ist nämlich ein simples Two-Step-Hi-Hat-Pattern. Wir haben ein paar Rolls und diese runtergepitchte Hi-Hat. Da möchte ich gleich noch was zu sagen, weil die gibt sehr viel Bounce rein. Wir haben hier ein Triplet-Roll kurz vor der Clap. Leitet quasi in die Clap ein. Und dann hier noch ein Triplet-Roll, allerdings doppelt so schnell. Auf der 4 und immer ein super Spot. Hier oder hier kann man immer Rolls setzen. Klingt fast immer gut. Finde ich, gibt einen sehr coolen Bounce her. Habe ich aber im zweiten Teil rausgenommen, einfach weil ich fand, hier hat der nicht so gut gepasst. Da ich den aber hier ziemlich cool fand, habe ich den drin gelassen. Und so haben wir ein bisschen mehr Variation im Hi-Hat-Pattern. Ihr seht hier die leeren Räume. Das sind natürlich, die Leute aus dem Stream wissen auch das. Reversed Hi-Hats, denn Selma Beats ohne Reversed Hi-Hats gibt es natürlich nicht. Hier habe ich die gemacht. Genau, dann klingt das Hi-Hat-Pattern so. Ich zeige euch gleich mal, wie diese, was diese runtergepitchte Note dann noch macht. Erstmal spielen wir das so ab. Okay, und kommen wir zur runtergepitchten Note. Guck mal, ich mache die einmal hoch und dann merkt ihr mal, wie viel Bounce die hier noch reingibt. So, es klingt fein, aber ich mache das so häufig, einfach die 1 und Halbton runter zu pitchen, manchmal auch einen ganzen Ton, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber meistens ist es einfach ein Halbton und es passt auf, wie das nochmal so ein extra Bounce einfach dazu gibt, noch so einen schönen Texture-Effekt, sehr cool. Gibt einfach nochmal einen leichten Bounce und ist ein leichter Earcandy, einfach um euren Beat ein bisschen unique zu machen. Kommen wir zum 808-Pattern, das ist hell simple, fällt mir bei Louis Beats immer auf, die sind sehr basic, die 808-Pattern. Deswegen habe ich mich auch hier dran gehalten. Wir haben hier immer 1 und die 4, die wird dann quasi beantwortet von der 1 und der 2 und hier. Und die 2 und die 3 und bei dieser Zählzeit hier oder bei diesem Part, die sich hier überall durch. Das Einzige, was sich ändert, ist immer der Anfang. Auch hier Call and Response ist das Wichtigste für Bounce. Da habe ich ganz früher schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn ihr aber möchtet, dass ich ja nochmal was drüber mache, zeigt mir das auch gerne mit einem Like und schreibt es in die Kommentare, weil das ist eines der wichtigsten Themen, die man einfach verstehen muss, um gute Beats bauen zu können. Also achtet darauf, wie der erste Teil von dem zweiten Teil beantwortet wird.
klingt das halt zwar sehr basic und sehr repetitive, was Rapper gut catchen lassen können und Rapper gut Flows und Melodien drauf finden lassen können. Allerdings auch nicht zu basic, dass ich könnte zum Beispiel, viele hätten vielleicht hier die 4 auch gemacht, dann wäre es aber wirklich die ganze Zeit das gleiche und ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden, abgesehen davon, dass ich den Bounce so eh cooler fand. Das Ganze wird dann noch gelayert durch eine Kick, die spielt aber nur sehr wenige 808-Noten mit, einfach um nochmal so ein bisschen Punch drüber zu geben und noch einen leichten extra Bounce zu geben. Hier immer auf der 1, dann passiert im ersten Takt gar nichts mehr oder in den ersten zwei Takten und dann hier die 1 und 2 und möchte ich hier einmal betonen, weil ich fand diesen Bounce von dieser 808 einfach sehr cool. Und hier spielt es die 2 mit, gibt auch noch einen coolen Bounce rein und am Ende zieht sie das Ganze nochmal durch, nur dass wir hier die 3 unten noch haben. Die leitet dann quasi wieder in die 1 ein. Das ganze Pattern klingt dann so und der ganze Beat ist komplett. Ihr habt es gerade schon kurz gehört, die Openhead kommt dann natürlich im zweiten Teil der Hook noch dazu, auch was ich sehr häufig mache, einfach nochmal weiter zu steigern, die Ohren was Neues hören zu lassen, damit der Beat nicht langweilig wird. Einfach auf der 2 und der 4 immer im ersten Takt gibt nochmal einen schönen Bounce und eine schöne Steigerung rein. Als nächstes kommen wir zum Breakdown vom Part, auch was bei Luis häufig passiert, nicht so häufig wie das lange Intro, aber es ist mir trotzdem aufgefallen in dem Album. Das Album fand ich übrigens sehr cool, eins der stärksten Luis-Alben, die ich so gehört habe. Ich hatte das mit Indigo zum Beispiel auch gehört und ein Solo-Album davor, finde ich das bis jetzt auf jeden Fall am stärksten. Und hier ist auch nichts Besonderes, die Gitarre ändert sich gleich ein bisschen, da gehen wir drauf ein. Und halt, wir haben das mit dem Synth-Bass gelayert, der wieder hier am Ende abgeschnitten ist für den Übergang. Und in der Gitarre ändert sich eigentlich nur in der Rhythm-Gitarre was. Ihr seht das hier, guck mal, da fehlt hier so ein bisschen was, ich gleich das mal ab. Da haben wir das erste Pattern, da sind hier einfach ein paar mehr Noten überall und um so ein bisschen Drive rauszunehmen im Part, habe ich die weggelassen, sehen wir hier im ersten Takt, die hier bleiben und die Vocal Chops gehen natürlich raus, einfach damit der Beat ein bisschen leerer klingt und ein bisschen mehr nach Part klingt. Übergang von diesem Synth-Bass-Part in den richtigen Part klingt dann so. Auch hier kommt im zweiten Teil die Openhead dazu für die weitere Steigerung. Und dann haben wir hier wieder so eine Art Pre-Hook-Bridge, die sich einfach an dem zweiten Teil des Intros orientiert. Habe ich den ersten Teil weggelassen, weil mir das sonst zu lang gewesen wäre. Dann gehen wir wieder in die Hook, genauso ist wie die erste. Und am Ende haben wir quasi diese Bridge-Pre-Hook auch nochmal als Outro. Und dann ist es schon der gesamte Beat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Album denkt, was ihr zu dem Beat denkt, ob ihr vielleicht was anders gemacht hättet oder was ihr gut fandet. Und abonniert den Channel kostenfrei und macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.